So, jetzt sind wir geswitcht und was machen wir als erstes? Wir machen den normalen Weg. Weil wir hier ja erst immer den normalen machen. So, und der normale Weg geht über dieses Rohr hinaus. Und schaut mal, wo wir da hinkommen. Wir kommen hier auf eine Brücke ins Außenareal mal wieder. Und auf dieser Brücke gibt es wilde Fahrten mit wilden Gefährten. Da können wir uns aussuchen, ob wir in der Mitte fahren oder unten oder oben. Ich finde es oben am gemütlichsten, weil man dann eben nichts mehr von oben hat, wenn man nach oben springt. Wäre ja möglich, dass man, wenn man in der Mitte nach oben springt, dass man dann an eine Säge nach von oben springt. Ja, das sind Sägen. Ja, das sieht so aus wie Sägen auf jeden Fall. Automatische Sägen, die an einem Faden entlang gleiten. Genauso wie diese Gefährte. Ohne Geländer, ohne Halt. Wo kommen wir hier hin? Ja, hier haben wir schon den Speicherpunkt. Also hier haben wir schon die Hälfte rum. Diese Flügel sind für Yoshis. Also wenn wir einen Yoshi hätten, dann können wir jetzt irgendwo nach Buxtehude fliegen. Und ja, dann würden wir nach Buxtehude fliegen. Und würden wahrscheinlich die Hälfte überspringen oder so. Kann man in dieses Rohr rein? Ja, da kann man rein. Was ist hier? Hm? Oh, hier sind größere Gefährte. Oh, wir werden Kanonen beschossen. Nicht schon wieder. Ich will nicht schon wieder einen kriegen. Geh raus hier. Oh. So. Wir halten uns an diesen Fäden, an Seilen fest und müssen hoch und runter klettern, damit wir nicht in die Dinger reinkommen. Ah, das ist zu viel für mich. Das ist zu viel für mich. Boah, jetzt wäre ich fast gestorben. Fast wäre ich gestorben. Aber ich bin noch ins Ziel gekommen. Oh. Ich hätte noch einen Stern gebraucht für ein Bonuslevel, verdammt. Ah. Mies, mies, mies. So, die Cheese Bridge haben wir hinter uns. Jetzt kommen wir in die Cookie Mountains. Wie süß. Die Cookie Mountains. Mögt ihr auch Cookies? Wisst ihr überhaupt, was Cookies sind? So. Also hier haben wir wieder die Stalker, die nerven uns. Und ich glaube, hier in dem Level kommen ganz viele Stalker. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Der Apokalypse-Mann. Der verursacht immer ein kleines Inferno. Und will die Welt anzünden. Mit einem Tritt. Ah, la 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 la. Ihr geht jetzt mal sterben. La, la, la. Oh Gott, hier kommen ganz viele Stalker. Ich muss mal... Ah, aufpassen, habe ich gesagt. Ich war mal wieder zu schnell. Ich bin immer so schnell. Hey, kommst du bitte her, ihr Stalker. So, jetzt machen wir dich mal kaputt. Und du kommst auch hierher. Und lassen uns von ihm knuddeln, von dem Stalker, weil wir es so gern haben. Ich hatte eigentlich vorhin nicht zu sterben, aber... Ich werde hier nichts schneiden oder schummeln oder so. Deswegen muss ich das jetzt einfach mal hinnehmen und sterben. Ich krieg sie größer, ich krieg sie größer, ich krieg sie größer. Sterb, sterb. Nieder mit den Stalkern. Stirb, stirb, stirb. Oh, du gehst mir auf den... Du hast mir den Fluchtweg versaut und du hast mich getötet. Du gehst jetzt endlich hoch und holst dir den blöden Pilz, den wir nicht wieder verlieren. Wir rennen da jetzt einfach durch. Oder auch nicht. Wir rennen oben drüber und nehmen das hier mit. So, jetzt warten wir, bis alle Stalker geschlüpft sind. Und dann machen wir sie so fertig. So. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. War da nicht... Da war doch irgendwas. Da war doch irgendwas, oder? Oder doch nicht, hm? Nein! Hilfe, Stalker! Stalker, Stalker! Stalker, Stalker! Ich will hier weg, ich will hier weg. Zu viele Stalker, zu viele Stalker. Bitte lass mich in Ruhe. Na. Oh. Wo komme ich hier durch? Ich komme hier doch nicht durch. Ich will hier durch. Ich will hier durch. Ich will hier durch. Wow. Wow, Speicherpunkt, Speicherpunkt. Noch mehr Stalker, Stalker, Stalker. In Stalkerhausen, Stalkerhausen. Schnelle hoch, schnelle hoch. Da oben kriegen sie uns nicht. Sie folgen uns nicht in den Himmel. Hier haben wir noch was. Was haben wir hier? Ein Leben. Oh mein Gott, die Stalker kommen.
Schnell weg hier. Kommen wir da rein? Ja, da kommen wir rein. Was haben wir hier? Nein, Wasser. Wasser mit Kristallbergen. Wo müssen wir hin? Nach links? Wollt ihr mich verkarkeiern? Nein, 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 nein. Stachelgoldfisch. Stachelfisch. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Oh, zwei Stück. Zwei Goldfische, schnell weg hier. Oh, wie gemein. Wie die mich ärgern wollen, Die haben gemerkt, ich bin am Anfang total durchgerusht. Und jetzt wollen sie mir richtig eins reindrücken. Aber wir haben ein Leben bekommen. Und jetzt bin ich wieder halbwegs zufrieden. Oh Gott, oh Gott. Stalker, Stalker, Stalker. Stalker. Ich will hier weg, Bitte lasst mich weg. Nein, du stirbst. Und was haben wir hier? Yoshi. Oh. Oh, ein Lichtblick in diesem Tunnel der Verzweiflung. Noch eins. Ess so viel du kannst und scheiß dich aus. Scheiß eine Wolke, genau. Wir essen das hier und werden größer. Was bringt es uns, wenn wir das hier sammeln? Da, ich habe keine Ahnung mehr. Ich glaube, da bekommen wir nach einer bestimmten Anzahl Leben, genau. Wenn wir so 5 Stück oder so gesammelt haben, ich weiß nicht mehr. Ah, du... Ich will... Nee. Es ist mir egal, die Zeit läuft davon, aber es ist mir egal. Wir kommen schon noch rechtzeitig raus. Und wir haben ein Leben bekommen, so. Ah, oh, da ist noch eine Feder, Nein, ich will dich mitnehmen. Wir haben noch 75, 74, 73, 12, 11, 10, 9, 30, 4, 1. Ah, was war das? Das war ein Bug. Ein Kack-Bug. Na, komm, geh schnell ins Aus, Oh, 50 und wir haben noch Leben bekommen. Oh. Wie du mich ärgern wolltest, das ist ja nicht mehr normal. Damit bekommen wir jetzt wieder ein Bonus-Game und können noch mehr Leben abstauben. Wir werden auf jeden Fall 100 Leben bekommen, wenn es denn überhaupt 100 gibt. Ich denke eher 99. Wäre ja wieder so typisch für diese... für dieses Szenario. So. Ja, ein Leben, Dankeschön. Kannst du behalten. Aha. So, und damit wären wir beim... bei Ludwigs Castle. Kennt ihr den? Ludwig. Der Ludwig, der King Ludwig. König Ludwig, der 5., 12., 4., ich weiß nicht mehr. So. Wir sind hier in seltsamen Kanälen. Wahrscheinlich ein Abwasserkanal. Wow. Und hier sind Skelett. Schildviecher. Die stacheln sich manchmal. Wow. Müssen hier durchkommen. Und den Pilz wollen wir haben, ja. Kommen wir jetzt hin. Ah, die Decke senkt sich, die Decke senkt sich. Off. Jetzt geht's wieder hoch, jetzt müssen wir uns aber trotzdem noch beheilen. Wir müssen trotzdem noch in Fahrt bleiben, weil es jetzt gleich wieder runterkommt. Und wir dann zerquetscht werden, wenn wir uns nicht beheilen, dann sterben wir mit einem One-Hit. Ist ja natürlich klar, wenn man zerquetscht wird. Komm schon, du schaffst es. So, zum Tür, hinauf. Klettern. Wir können die töten, komm, Wir können die doch töten. Hey. Wir können draufspringen, also das war's. Wir können die nicht so töten, wir können draufspringen. Super, klasse. Feder können wir gebrauchen. Damit schleudern wir jetzt die... diese Viecher hier weg. Du stirbst noch heute. So. Und der Boss wird auf jeden Fall noch heute sterben. Den lassen wir nicht leben. Da oben ist er schon. Da oben ist die Tür. Mal sehen, was es ist. Es ist... oh, ein feuerspuckender Koopa. Der sich in seinem Panzer verstecken kann. Und dann wild aus seinem Panzer rausspringt. Um wieder Feuer nach uns zu spucken. Aber wir springen drauf. Die sind alle anfällig gegen Kopfschmerzen. Und wir sind der Aspirin-Mann. Was natürlich wenig Sinn macht. Aber wir geben dem natürlich nicht unser Aspirin. Und wir bereiten allen Gegnern Kopfschmerzen. So. Dreimal schon wieder. Immer drei. Die Zahl ist 3, die hier zum Sieg führt. Oh, Schon wieder dürfen wir einen Schlossplatt machen. Und wahrscheinlich mit einem Sprengsatz. Natürlich. Düt, bumm. Oh nein. Eine Rakete. Wir haben eine Rakete angebracht. Damit fliegt das da hinten auf den Steinchen. Und ein Pflasterle. Wie siehst? Ein Pflasterchen.
Ist das nicht niedlich? Damit können wir jetzt weiterziehen. Aber wir haben noch nicht irgendwie... Wir haben noch etwas zu erledigen, etwas Geheimes, bevor wir in diesen Wald gehen. Der Wald der Illusionen. Da kommen wir später hin. Also wir sehen uns in der Höhle wieder. Ich mag hier mal einen anderen Part. Bis zum nächsten Mal. Nächsten Tag. Keine Ahnung. Ciao.